Wir sind jetzt heute unterwegs nach Bacala und das Wetter ist nicht so toll. Es wird trotzdem gut. Bisschen lauter, sonst verstehen die Menschen dich nicht. Es wird trotzdem gut. Wird trotzdem gut. Wir machen zwei Städte draus. Ne? Freut ihr euch? Ja. Was habt ihr für Erwartungen heute? Keine. Das ist immer gut, dann können sie nicht enttäuscht werden. Habt ihr Hunger? Ja. Gut, wir gehen jetzt nämlich erstmal essen. Genau, also wir frühstücken jetzt in der Zenote hier. Also Zenote Azul sind wir jetzt und hier frühstücken wir. Und dann können wir auch noch reingehen, aber. Wir könnten einen schlechteren Platz gehabt haben, oder? Ja, die Farben sind natürlich durch das Wetter jetzt überhaupt nicht so, wie es normalerweise ist. Aber trotzdem schön. Die Mädels hier wollen schon ein Foto bei der Schaukel machen. Klar, Instagram-Hotspot muss ausgetestet werden, noch vorm Frühstück, ne? So, hier wird Fotoshooting gemacht. Oh, wir kriegen jetzt hier Frühstück, wir hatten verschiedene Auswahl und wir essen hier typisch Huevos Mexicanos, das heißt Ei mit Gemüse, also mit Tomaten, Zwiebeln, Gemüse, dazu Bohnenmus. Wir haben doch auch noch so ein bisschen Chili. Das wäre eigentlich alles. So. Was habt ihr bestellt? Fruchtplatte. Platte. Schauen wir mal, was kommt. Fruchtsalat? Fruchtsalat? Ich glaube eher, ja. Wir haben hier den besten Platz gekriegt, weil wir waren als erstes hier drin. Und wir haben den besten Platz mit der schönsten Aussicht, finde ich. Okay, lecker, oder? Sieht echt aus wie so ein Fruchtcocktail, so ein bisschen. Lass es dir schmecken. Bon Appetit. Als falsche Sprache. Ich hab's vergessen in Spanisch. Genieß es. So, Dani, man sieht sie schon gar nicht mehr, hat jetzt einfach unserem Tourguide den, wie nennt man das Ding, was sie da genommen haben? Roller. Scooter genommen und ist jetzt einfach hier runtergefahren. Die ist ganz schön auf Zack, das Mädel, muss ich sagen. So, da unten steht sie. Ganz frech und keck und wir laufen hier runter. Schaut, hier. Steigt sie schon wieder auf, hier. Und tschüss. Er hat gerade gesagt, du bist Schlumpfina. Schlumpfina! Du frech bist, glaube ich. Schlumpfina! Schlumpfina. Sie ist Schlumpfina. Ein Papa Schlumpf. Papa Schlumpf? Papa Schlumpf. Papa Schlumpf ist Schlumpfina. Ist der Schlumpfe. So, wir gehen jetzt hier aufs Boot. Man sieht die Farben von der Lagune halt einfach überhaupt nicht. Ne? Gar nicht. Aber ja, wir machen das Beste draus. So, Schlumpfine denkt positiv, hat sie gesagt. Die Farben sind, wie man sieht, schon türkis und dunkeltürkis. Das reicht doch. Wenn man halt nicht weiß, wie es sonst aussieht, dann ist man zufrieden damit. Ne? Wir schauen mal, was uns erwartet. Los Pájaros y Canal de los Piratas. El Canal de los Piratas, vamos a tener tiempo para nadar. Das hier ist jetzt eine Zenote in der Lagune und die ist einfach 90 Meter tief. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Hier geht es 90 Meter runter. So, unser letzter Punkt ist dieser Beach Club hier. Da können wir jetzt noch ein bisschen schwimmen und auf die Schaukel. Und dann geht es zurück nach Hause. Aber sieht ganz schön aus, ne? Fazit zu Bacala, wie hat es dir gefallen? Oder euch gefallen? Die Tour war richtig cool. Es war ein bisschen anstrengend, weil es ja den ganzen Tag war und man ziemlich lange im Bus saß, aber die Farben waren trotz Wetter richtig, richtig schön und die Farben, ja, wir konnten schwimmen,
Also würdest du Bacalar-Leuten empfehlen oder würdet ihr Bacalar-Leuten empfehlen, die jetzt irgendwie vielleicht nur kurz irgendwie so jetzt in Mexiko sind und irgendwie schon, oder? Schon eins, also ich meine, ihr habt auch schon einiges gesehen, schon eins der Highlights, oder? Ja, okay. Ja, wir haben leider Pech mit dem Wetter. Wir waren gestern in Bacalar, jetzt bin ich doch ehrlich, ich dachte zuerst, ich sag mir mal, dass ich das heute gefilmt habe, aber heute ist leider auch schon wieder Regenwetter. Also ja, wir haben heute sowieso Tag zur freien Verfügung. Man sieht es hier nicht gar nicht, das Regenwetter, es ist Regenwetter. Und deshalb, ja, müssen wir jetzt mal schauen. Aber genau, also Lagune lohnt sich, selbst wenn das Wetter nicht einwandfrei ist, weil einfach schön. Wir hatten aber auch ziemlich Glück. Also die Bootsfahrt war noch ohne Regen und dann hat es wieder total angefangen zu schütten. Also. Genau, ja, und eben die Farben waren trotzdem schön. Das muss man sich das mal vorstellen, wie das ist, wenn die Sonne da drauf knallt. Ne? Das ist natürlich dann richtig cool. Ja, cool, Mädels. Ja dann, viel Spaß heute, trotz Regen. Wir werden irgendwas Schönes machen, ne? Ja.